Yo Leute, hallo und herzlich willkommen bei Crypto Explained. Wir sind heute nicht alleine, oder ich bin heute nicht alleine, wir sind hier zu zweit. Und zwar chill ich nämlich in einem Airbnb auf Zypern und guck mir ein bisschen die Insel hier an. Bei mir ist ja sowieso alles online. Oh, shit. Oh. Also, wir schauen uns die aktuelle Marktlage an. Ich denke, wir haben alle ganz gute Gewinne gemacht. Wir können uns extrem riesig freuen. Wir haben eine extrem interessante Marktbewegung gesehen und wir haben natürlich das Bitcoin All-Time High gesehen. Hier nochmal das gestrige Bitcoin All-Time High. Ich denke mal, jeder von euch, der in Kryptowährung investiert ist, hat das natürlich schon längst mitbekommen. Wir hatten jetzt hier den Peak bei ungefähr 66.900 nach TradingView. Das weicht natürlich extrem ab. Bei CoinMarketCap ist es ein bisschen tiefer, das ist ein Durchschnittswert. Und je nachdem, auf welcher Börse man sich das anguckt, ist das natürlich unterschiedlich. Aber wenn wir uns das jetzt hier angucken, praktisch hat mir von den 40ern jetzt hier einen echt dramatisch schönen Run-up. Und ich muss sagen, wenn man das jetzt nochmal in der Retro-Perspektive sieht, also wenn man jetzt hier praktisch nochmal zurückguckt, dann ist es echt erstaunlich, wie dieser Run-up hier praktisch von den 40 jetzt auf das neue All-Time-High hochgegangen sind oder wie wir hochgegangen sind und wie man es aber vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat. Finde ich immer spannend, wie die Wahrnehmung im Vergleich zu der Wirklichkeit ist. Und für mich war das hier eine recht lange Zeit praktisch, bis wir jetzt das All-Time-High geknackt haben. Ich denke mal für den einen oder anderen von euch auch. Aber wir haben es jetzt hier letztendlich dann geschafft und dann das alte All-Time-High von knapp 64,5 deutlich überschritten. Ethereum hat natürlich, oder Ethereum knappert aktuell, jetzt gerade am Tag der Aufnahme, wenn wir jetzt hier den 21.10. Knappert auch an dem All-Time-High. Wir haben das alte All-Time-High so ungefähr bei 4.385 und ja, wir werden jetzt mal schauen, hier nach CoinMarketCap sind wir eigentlich schon am All-Time-High. Das war der vorige Wert, irgendwie so bei 4.200 irgendwas oder knapp 4.200 und wir sind jetzt hier praktisch in diesem Chart schon auf dem Höchststand, aber offiziell gilt wohl die 4.385er, 82er Marke, je nach Exchange. Ich bin sehr gespannt, ob wir hier auch dieses heute noch ein All-Time-High sehen werden. Und ja, was ich sehr spannend finde jetzt bezüglich Bitcoin, wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen. Ich habe hier mal die Marktkapitalisierung rausgesucht bezüglich den ganzen Währungen weltweit und wir sehen jetzt hier praktisch den Preis und den Market Cap in Bitcoin gemessen. Fand ich sehr interessant, bin ich durch einen Tweet darauf aufmerksam geworden. Und hier kann man praktisch sehen, dass Bitcoin jetzt mittlerweile schon auf Platz 14 ist. Ich hatte den Tweet gesehen, dass praktisch Bitcoin den Schweizer Franken eingeholt hätte. Nach dieser Statistik hier ist das noch nicht so, aber gut, es ist auf jeden Fall sehr nah. Und ich finde es erstaunlich, wenn man hier praktisch einmal mal betrachtet, die ganzen Top-Währungen praktisch auf unserer Welt. Und man sieht hier bei dem Max-Supply überall, ja, bei den ganzen Fiat-Währungen unlimited. Und bei Bitcoin dann hier die 21 Millionen Bitcoin. Das ist irgendwie schon, ist einfach schön anzusehen. Ich muss sagen, wenn man sich vorstellen würde, dass Bitcoin praktisch jetzt irgendwann in weiterer Ferne in diese Top 10 reinrutscht, dann wird es wirklich interessant. Und ja, da muss man sich mal vorstellen, wie viel, also hier zum Beispiel im US-Dollar haben wir Marktkapitalisierung von 325 Millionen Bitcoin, aber die gibt es gar nicht. Na, wir haben ja, also Max Supply wäre 21 Millionen Bitcoin. So muss man sich mal vorstellen, was passieren würde, wenn Bitcoin eben ja, die Weltwährung werden würde, wie viel, also wie der Preis zu den Fiat-Währungen aussehen würde, praktisch, wenn Bitcoin hier auf Platz 1 wäre und diese ganze Marktkapitalisierung von den Dollar aufgeholt werden muss. Finde ich extrem spannend, wollte ich euch einfach nur mal mitgeben. Bei den meisten von euch wird es wahrscheinlich so sein, dass die meisten Altcoin-Positionen gegen Bitcoin aktuell nicht so gut laufen. Finde ich natürlich sehr spannend, weil man sich natürlich immer überlegen muss, okay, ich investiere jetzt in den Altcoin hinein, weil ich ja daran glaube, dass der besser performt oder den Bitcoin outperformt. Und das muss dein Altcoin am Ende auch, weil ein Altcoin natürlich auch ein höheres Risiko darstellt als ein reines Bitcoin-Investment. Und wir sehen hier auf jeden Fall, Ethereum konnte jetzt in den letzten Tagen, wenn wir hier auf den 7 Tagen gehen, gerade so mit Bitcoin mithalten, ein bisschen mehr, ein bisschen drüber, holt jetzt ein bisschen ein. Ich glaube, heute, wenn es das All-Time-High knackt, dann performt es gegen Bitcoin auch nochmal ein bisschen besser. Aber wir sehen, BNB ist im Minus, Cardano ist im Minus, Solana hat sich gut gehalten, muss ich sagen. Gerade heute auch sehr stark oder die letzten 24 Stunden. XRP, Polkadot, Dogecoin haben alle leider underperformed gegen Bitcoin. Ja, Terra Luna hat sich ganz gut gehalten und jetzt sehen wir hier Shiba Inu hat es auch nicht gepackt.
Uniswap und ja, so weiter. Polygon hier auch noch recht stark. Und auch DeFi blieb natürlich nicht verschont von dem ganzen, von der ganzen Bitcoin-Rallye. Die konnten einfach, die Altcoins konnten jetzt hier aktuell einfach nicht mithalten. Und wir sehen hier, DeFi ist jetzt knapp bei 4000 Satoshis pro Bitcoin. Wenn wir uns den Fear and Greed Index anschauen, dann sehen wir auch, dass es eine extreme Euphorie einfach im Markt da ist. Es ist ein extrem Gier im Markt. Wir sehen es hier bei 84, das ist echt sehr, sehr hoch. Wenn wir uns das praktisch im Verlauf jetzt von der Zeit angucken, um das Ganze ein bisschen einzuordnen, wie war es, ja, ich sag mal so bisher, wir sehen hier Dezember 2017, war praktisch der Bullrun, der ein oder andere wahrscheinlich noch sehr gut im Kopf hat. Und da sind wir noch nicht ganz auf diesem Niveau praktisch von der Gier, aber wir sind hier auf jeden Fall schon im oberen Niveau angekommen. Das heißt, die Euphorie ist auf jeden Fall sehr, sehr groß und wir müssen mal aufpassen, dass das nicht nach hinten losgeht. Beim Difficulty Rim ist es so, dass man sich praktisch anguckt, wann diese Bänder sich überschneiden und wann die praktisch so auseinander driften oder ich sag mal so parallel nebeneinander laufen. Und immer wenn diese Dinger sich überschneiden, dann soll ein Boden markiert werden. Und man sieht das hier sehr, sehr gut, zum Beispiel in diesem Run-Up hier in der ganzen Zeit waren diese gleitenden Durchschnitte praktisch sehr, sehr schön auseinander und werden hier eine schöne Aufwärtsbewegung. Hier zum Beispiel dann eine schöne Bodenmarkierung, hier ebenfalls und hier ebenfalls. Und hier sind wir jetzt praktisch auch so ein bisschen in der Bodenmarkierung, wobei wir hier diesen Run-Up hatten. Also muss man natürlich immer auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, das Ganze, aber der sieht eigentlich noch ganz okay aus und scheint sich jetzt hier langsam aufzulockern, was so ein bisschen andeuten könnte, dass man praktisch von so einer Bodenphase, die wir jetzt hatten, das heißt, das Difficulty Band war praktisch gestaucht, in jetzt so eine kleine Run-Phase reingehen und die gleitenden Durchschnitte dieses Band sich dann so ein bisschen öffnet und genau, die Durchschnitte ein bisschen Abstand zueinander gewinnen. Und ja, das Ganze hing natürlich massiv zusammen mit dem Bitcoin-ETF, der gelauncht wurde. Ich denke, jeder von euch hat das mitbekommen. Die meisten haben irgendwie darüber gelesen oder Artikel sich angeguckt. Wir werden das Ganze auch nicht allzu ausführlich behandeln. Aber hier nochmal der Reminder auch daran, wenn man sich den Bitcoin-ETF anguckt, es gibt ja jetzt praktisch den von ProShares, das war der erste Bitcoin-Future-ETF, der gelauncht wurde. Und dir sollte auf jeden Fall bewusst sein, das ist so ein bisschen die Hauptmessage daran, dass du verstehst, dass es hier sich hier um einen Future-ETF handelt und keinen Spot-ETF. Bei einem Spot-ETF könnte man, also bei einem Spot-ETF ist es praktisch so, dass wirklich in Bitcoin investiert wird und echtes Bitcoin hinterlegt wird, praktisch hinter diesem ETF. Bei diesem Future-ETF handelt es sich um ein Derivat, das nicht mit echten Bitcoin hinterlegt wird, sondern wirklich nur eine Abbildung darstellt. Und das ist natürlich ein ganz großer Unterschied, weil praktisch durch diesen ETF wird nicht direkt in wirklich echtes Bitcoin investiert, sondern es wird praktisch nur auf den Preis gewettet und spekuliert. Und es ist, also verstehe mich nicht falsch, es ist auf jeden Fall trotzdem ein extrem großer Schritt für Bitcoin, dass erstmal so ein Future-ETF reinkommt und der war auch extrem erfolgreich. Das Trading des Futures-ETF sah ein bisschen nach Krise aus, als wir hier beim Start sind wir erst hochgepumpt und dann ordentlich runtergefallen, aber das ganze Ding hat sich dann erholt und ja, dann schön mit dem All-Time-High von Bitcoin passte das natürlich sehr, sehr gut zusammen. Was man dann praktisch daraus mitnehmen kann, erstmal so aus der primären Lage, dass der Bitcoin-ETF nicht dafür gesorgt hat, dass mehr Kapital in Bitcoin selbst reingespült wird, weil es eben Future-ETF ist und kein Spot-ETF. Aber natürlich die Aufmerksamkeit ist da. Es ist der erste ETF für Bitcoin, der durchgeht und es ist einfach die Euphorie und auch die News einfach, die natürlich maßgeblich dann den Preis gepusht haben. Wir sehen hier noch die Zeitline für andere ETFs. Wir haben hier ProShares Bitcoin Strategy ETF 18. Oktober. Wie gesagt, der ist ja jetzt live gegangen und am 20., also gestern war glaube ich der erste Trading-Tag, ne? Der 19. war der erste Trading-Tag, entschuldige. Und ja, dementsprechend haben wir hier noch am 25. von Valkyrie kommt auch noch Strategy ETFs. Und geht das hier durch, aber das sind alles Future-ETFs. Und ich habe einen ganz coolen Artikel gefunden auf Quartz über das Thema ETF und so weiter. Da könnt ihr gerne nochmal reinschauen, kriegt ihr sehr, sehr gute Infos auch zu der aktuellen ETF-Lage, wenn ihr euch vielleicht nochmal anschauen wollt, was ist ein Future-ETF überhaupt und wie funktioniert das Ganze.
Und hier wurde ganz gut beschrieben, warum man auch so ein bisschen das Problem hat, diesen Spot-ETF wirklich einzuführen, also den ETF, wo wirklich echtes Bitcoin hinterlegt ist. Naja, und eine Sache, die natürlich neben anderen Regulationen extrem wichtig ist, ist natürlich die Speicherung von diesen Bitcoin, die hier praktisch hinterlegt werden müssen. Und die Angst davor praktisch von der SEC, dass ein Hack stattfinden könnte oder dass eben diese Bitcoins nicht richtig abgesichert werden können. Und ja, man hat die Hacks auch schon gesehen bei großen Exchanges und bei großen Institutionals. Also da ist auf jeden Fall, steckt ein bisschen diese Begründung mit drin. Ich denke, es ist eine Frage der Zeit, bis wir einen Spot-ETF sehen. Und ich denke, dann kann man auch wirklich praktisch nochmal auf ganz fundamentaler Ebene sagen, okay, mit dem Spot-ETF gehe ich auf jeden Fall long Bitcoin, weil ich dann darauf spekuliere, dass durch den Spot-ETF extrem viel Volumen in Bitcoin reinkommt, das ich nach oben benutzen kann. Wenn wir dann nochmal auf Stock-to-Flow gucken, was ja so ein bisschen hier der Navigator sein kann für diejenigen, die sich echt super schwer tun mit den ganzen Indikatoren und den Marktlagen und bewerte ich das jetzt und nicht. Und Stock-to-Flow ist immer praktisch diese Überlegung nach, dass Bitcoin in so einer Art Vierjahreszyklus ist, weil alle 4 Jahre das Halving immer stattfindet. Und nach Stock-to-Flow wird praktisch dann anhand der Härte von Bitcoin, also wie selten ist Bitcoin und wie sieht die Inflation innerhalb von Bitcoin aus, wird der Preis vorkalkuliert. Das ganze Modell ist von Plan B und wir sehen hier praktisch an der blauen Linie dann den Modellpreis, wie es sein sollte. Und wir sehen hier praktisch die Punkte, das sind dann die Messwerte. Und man kann gut sehen, dass wir praktisch in dieser Zeit jetzt hier eine echt unterbewertete Zeit hatten nach dem Stock-to-Flow-Modell und dass wir jetzt praktisch so langsam an die 100 bis 107 1.000 und 8.000 Dollar rankommen sollten. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil das Stock-to-Flow-Modell praktisch ja, so einen Durchschnittswert anzeigt und man auch sehen kann, dass es in der Vergangenheit zumindest immer sehr, sehr gut funktioniert hat und dass man hier in diesen großen Run-Ups, ne, praktisch hier auch 2017, immer über dem Stock-to-Flow-Modell drüber liegt. Für mich immer, für ganz, wenn du jetzt wirklich komplett neu reinkommst in den Markt, versuch immer, einfach unter dem Durchschnitt zu kaufen und über dem Durchschnitt zu verkaufen. Wenn du wirklich keinen Plan hast, dann nimm das so als die einfachste, gröbste Regel mit. Guck dir Stock-to-Flow an, nimm ein bisschen deine Bitcoin-Position, verkauf einfach kauf unterhalb, verkauf überhalb und damit tradest du wahrscheinlich schon besser als ganz viele andere. Ja gut, und zu dem Thema auch, wenn du dich jetzt vielleicht fragst, ist Bitcoin jetzt fair bewertet? Kann ich jetzt noch Bitcoin kaufen? Oder kaufe ich jetzt am Top ein? Von daher, nach Stock-to-Flow ist es aktuell immer noch unterbewertet, kann man immer noch einsteigen. Wie gesagt, hier nochmal die herangezoomte Darstellung. Und das fand ich noch ganz, ganz interessant. Das ist einmal von ARK Investment Group. Hier nochmal ein Chart zur Veranschaulichung, wie die Bitcoin-Cycles praktisch funktionieren. Und das ist jetzt weniger nach Stock-to-Flow oder so, sondern das ist jetzt praktisch bemessen nach der Erholung von Bitcoin jeweils nach einem Crash. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel den Run 2011 gehabt und dann hatten wir hier einen Crash von fast 94%. Und dann wartet man praktisch, bis der Ursprungswert erstmal wieder erreicht ist und von dort aus beginnt dann der neue Run. Hatten wir dann hier 700%, dann sind wir wieder knack runter, 75% im Minus, dann haben wir es wiederholt bis zum Ausgangsniveau und von dort aus hatten wir dann den Schub, zack, um 350%. Diese Zyklen, die sind hier so markiert, praktisch immer nur nach den All-Time-Highs. Und deswegen ist es auch zeitlich hier zum Beispiel ein großer Unterschied zwischen 2013 und hier Ende 2016 müsste das sein, ja, Ende 2016. Und dann haben wir hier, wie gesagt, im Run 2017 1.620%. Und ja, hier sind wir. Also wir hatten jetzt praktisch hier, wenn man sich das anguckt, Ende 2017 bei ungefähr 20.000 den Crash, 85% runter. Was, wenn man sich die anderen Verläufe anguckt, nichts Ungewöhnliches ist, dann das ganze Ding hier ungefähr erholt jetzt und dann hochgegangen um 228%. Das war so ein bisschen der Dezember-Run letzten Jahres. Und jetzt sind wir hier praktisch schon mal 56% runtergefallen oder runtergeknallt in diesem Jahr, haben uns jetzt erholt und jetzt stehen wir hier an dieser Stelle von dem Run und man weiß natürlich nicht, wie viel Prozent das ergeben werden. Aber das so ein bisschen dazu, wenn du dich fragst, okay, wo sind wir, wie hat das in der Vergangenheit funktioniert und was kannst du vielleicht für dich mitnehmen.
Zu dieser Grafik gab es dann von der Person, die das gepostet hat, das ist hier Yasin Elmandra, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht, hat das Ganze nochmal sehr sauber hier in ein, zwei Sätzen zusammengefasst. Praktisch immer, wenn man so einen Drawdown von über 50% hat, hat sich Bitcoin jetzt praktisch schon fünfmal davon erholt. Und wenn wir so ein bisschen wenn wir die Hälfte von dem sehen, was wir letztes Mal gesehen haben, wird Bitcoin so um die 125.000 Dollar wert sein können. Und wenn wir so ein bisschen den Durchschnittswert aus diesen ganzen Run-Ups nehmen, also hier praktisch 700, 300, 1600, 200 und so weiter, und wir ziehen den Durchschnitt davon, dann könnten wir einen Bitcoin-Preis von 300.000 Dollar sehen. CZ postet hier aber natürlich auch nochmal, trotzdem, dass wenn alle Signale bullish sind, aufpassen, es muss nicht wieder so kommen. Jedes Mal bewegen sich die Märkte wegen den Leuten, die kaufen oder verkaufen. Und diese ganzen Indikatoren und diese ganzen Messwerte, die man versucht dann sich zu holen, um das Ganze ein bisschen einzuschätzen, sind natürlich irgendwie nur ja, bedingt hilfreich. Deswegen hier auch mal von CZ noch der Ratschlag, wirklich mit dem Risiko aufzupassen, sich für den besten Fall vorzubereiten und bereit zu sein, dann auch ein bisschen was zu verkaufen oder auch mit dem schlimmsten Fall vielleicht jetzt nochmal einen Crash umgehen zu können und eben nicht mehr zu investieren, wie man verlieren kann. Gut, das Ganze soll es für heute aber auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich wirklich riesig über ein Like und ein Abo freuen. Wenn dir dieses Format gefällt und du möchtest, dass ich öfter mal solche kleinen Faktenchecks mache und einfach mal so ein bisschen ja, die Metadaten durchgehe und so ein bisschen das, was ich selber mitbekomme auf Twitter von anderen Leuten und aus den Charts heraus, dann lass mir das gerne in den Kommentaren unten. Dann weiß ich Bescheid, dass dir dieses Format gefällt und dann kommen dazu auch mehr Videos. Ich wünsche dir einen traumhaften Tag und wenn du Lust hast, noch vielleicht ein bisschen was über dezentrale Aktien zu lernen, dann habe ich dir hier mal ein Video verlinkt, das ich animiert habe und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß damit. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bis bald.